Das Hautproblem ist ein sehr umfassendes. Es gibt viele Menschen, die haben juckende Haut, Neurodermitis, Schuppenflechte oder schwere Akne, Hautekzeme. Für alle diese Menschen ist dieses Konzept genau richtig. Bestimmt werden Sie sich jetzt fragen, was haben eigentlich meine Symptome mit der Ernährung zu tun? Wieso bin ich eigentlich immer so müde und erschöpft? Wieso funktioniert meine Schilddrüse nicht richtig? Wieso fallen mir meine Haare aus? Wieso habe ich Herzrhythmusstörungen? Ich möchte Ihnen das einfach mal mit dem Bild des Autos erklären. Ich denke, da ist das ganz einfach. Vielleicht versteht man das da ganz gut. Also jeder weiß ja, dass ein Auto eigentlich nur fährt, wenn der Tank irgendwie voll ist. Und ansonsten fährt das Auto nicht. Vielleicht wissen Sie es auch oder haben es schon mal schmerzhaft erlebt, wenn Sie den falschen Treibstoff tanken, also vielleicht einen Diesel mit Benzin tanken, funktioniert nicht, es qualmt und raucht, das Auto fährt nicht wirklich und es ist richtig zeitaufwendig, den verkehrten Treibstoff abzupumpen und es kostet Zeit und Geld. Und ganz ähnlich ist das auch mit unserem Körper. Nur, das Auto bleibt halt schneller liegen, bleibt stehen und fährt nicht mehr ohne Benzin oder ohne Öl für den Motor. Das ist natürlich bei Menschen anders. Der Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Und auch wenn Sie ihm die falschen Dinge reinfüllen, wird es nicht sofort gleich auffällig sein. Aber umso länger Sie ihn mit den falschen Dingen nähren, umso schneller werden Sie irgendwann Symptome entwickeln und werden krank. Und das bekommen Sie dann natürlich doch ganz schmerzhaft zu merken. Also ist es der logische Umkehrschluss, dass ich den verkehrten Treibstoff, den ich in meinem Körper habe, rausschwemme und meinen Körper mit dem richtigen Treibstoff wieder fülle. Und wenn ich dann auch noch das richtige Motoröl habe, dann läuft alles wieder wie geschmiert.